Noch zwei Knicker wegmachen und dann ist das fertig. Ah, gut. Das ist er. Was zum Geier macht er da? Das hasse ich ja, ne? Okay. Aber nicht, oder? Ist ja das doch, das ist der. Glaube ich. Irgendeiner von denen macht am Anfang Mist mit dem Feld, am Feld, beim Wenden. Gucken. Ist dieser das? Ich glaube nicht. Nee, doch, das ist der. Ha, da bin ich jetzt drauf. Okay. Ja, das muss der hier sein. Ja, genau. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die Einstellungen. Silo rückwärts, Feldarbeit, Feld 20. Nö, ist eigentlich gut. Sehe ich nicht. Vorreißer, Geschwindigkeit. Endemanöver, machen wir ein bisschen langsamer hier. So. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ansonsten muss ich gleich zwei Reihen am Rand da noch mal eben lang fahren. Das geht aber immer noch schneller, als wenn die alle machen. Beziehungsweise als wenn ich hier nur zwei Erntemaschinen laufen lasse oder gar keine. Das ist keine zusätzliche. Gar keine ist ja. Also ich lasse ja jetzt hier quasi drei zusätzlich fahren. Das war gemeint. Wenn ich das nicht machen würde, würde es entsprechend länger dauern. So. Nochmal ein Blick aufs Feld. Ist echt nicht mehr viel drauf. Warum der das da macht, weiß ich nicht. Ah, doch, ich glaube, ich weiß es. Warte mal. So. Eigentlich steht das ja so, ne? Das ist eigentlich so das. Die Standardeinstellung. Wir machen das mal so. Ach, das ist auch wieder an. Okay. Der nächste Punkt. So, jetzt kann der die Wendemanöver auch ohne anecken.
Fällt mir gerade ein, es kann natürlich sein, dass die Produktion, obwohl es ja eine Produktion ist, in dem Spiel hier als Lager gewertet wird. Würde bedeuten, verteilen würde nicht funktionieren. Gute Frage, nächste. Der Baumkuschler. Wunderschön, erstmal. Was? Ach so! Okay. Wieso machen das die meisten nicht? Ich dachte, das wäre jetzt üblich, dass man das macht. Ja, erstmal danke fürs Follow natürlich und willkommen auch mit dazu, genau. Ja, benutze beides tatsächlich. Mit mehr oder minder Erfolg bei manchen Sachen. Okay. Ja gut, ist tatsächlich ist mir aufgefallen, dass doch schon sehr viele inzwischen mit der PlayStation auch spielen. Ne? Da gibt es das, glaube ich, auch gar nicht für. Vielleicht liegt das daran. Ich habe es ja hier, gut, man sieht zwar hier meine Tastatur, ne? Aber wenn ich jetzt hier, ich spiele ja mit dem PlayStation-Controller, dementsprechend das natürlich. Sieht das natürlich manchmal ein bisschen so aus, als würde ich mit der PlayStation spielen. Aber ich kann mit dem Ding einfach besser steuern. Jetzt bin ich gespannt, ob der jetzt richtig wendet. Hat er nämlich gerade nicht gemacht. Ich meine, da war, hatte ich ein Fauxpas in der Einstellung. Ja, das meine ich nämlich auch, ne? Irgendwie. Ich weiß, dass es so einige Sachen nicht gibt bei der PlayStation. Wenn ich mir die Mods hier so anschaue, die mir angezeigt werden, da sind tatsächlich auch einige bei, die das eben nicht können. Denn dafür einen Quatsch. Ne? Da fällt schon wieder so eine komische Bumme. Ah, so einen komischen Bogen. Jedes Mal. Ist noch ein Fehler drin. Fruchtumfangen ist deaktiviert. Das ist hier. Annehmen, früh absenken, spät. Das ist alles richtig. Ja, wohl durch müssen. Ja, klar, sicher. Naja, gut, ist ja scharf oder nicht. Das ist ja nur bei Vorgewenden wichtig. Vorgewende fahre ich hier gar nicht. Fahre ja nur Bahn. Nö, das macht er tatsächlich nur bei dem einen Traktor. Bei den anderen drei macht er das nicht. Ich hab hier eins, zwei, drei, vier Sämaschinen auf dem Feld gerade. Und nur dieser macht das. Alle anderen nicht. Könnte das natürlich an der Schräge liegen, aber das macht nichts. Im Zweifelsfalle lasse ich den jetzt einfach so durchziehen und fahre das dann hier von Hand weg oder so. Nur wenn ich hier mit Vorgewenden arbeiten würde, wo natürlich weich und scharf dann eine Rolle spielt, dann hast du natürlich an den Ecken entweder scharf oder weich. Aber einen Unterschied beim normalen Wenden in den Bahnen habe ich noch nicht gefunden. Irgendwie immer gleich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen S-Finder aktiv und nicht aktiv. Da gibt es einen Unterschied. Bei manchen macht er das nämlich dann, wenn der Pathfinder aktiv ist. Nicht richtig, hängt aber von der Maschine ab. Was haben wir noch? Genau, die Geschwindigkeiten. Na, wenn ich jetzt hier Geschwindigkeiten bei Feld, was könnte ich noch machen? Ich jetzt mal. Oft ist es so, dass der beim Wenden zu viel Gas gibt.
Machen wir das mal so, das ist egal, Feldarbeit wird eh begrenzt vom Gerät, aber dann, ja, dass der nicht so viel Gas gibt beim Wenden. Machen wir einfach mal und vergleiche ich das nochmal mit dem anderen Traktor. Also, ist auch der gleiche Typ, also auch einer mit Rädern. Mal schauen, wie der eingestellt ist. Das ist sogar noch schneller. Und da ist der Pathfinder aktiv. Und mache ich den bei dem anderen auch wieder an. Ja, auch wieder an. So. Warum ich immer auf Speichern klicke, weiß ich nicht. Doofe Angewohnheit. So. Ja. Mal einen laufen lassen. Nee, hinten macht er das nicht. Vielleicht hätte ich, ja, das mache ich. Ich mache mir noch mal einen neuen Kurs bei Gelegenheit und stelle den so ein, dass der eine größere Randüberlappung fährt. Weißt du, so auf minus 2, minus 3 oder so. Das ist aber der Schräge da hinten, setzt er dann nämlich wesentlich früher auf. Lustig. Okay, was sagen die Mähdrescher? Was sind die Mähdrescher eigentlich? Der ist. Den kann ich abbrechen. Mach denn die Lichter aus hier, du. Mach die Lichter wieder an. Dunkel wie. Dunkel hier. So, das ist der hier vorne. Okay, der ist jetzt aus. Der war auch fertig. Ja, die oben, die schaffen das alleine, das bisschen, was die dann noch zu fahren haben. Kann ich den hier schon mal beiseite fahren. Komm, ich bettel noch mal eben. Bettel noch mal kurz auf Abholung. Gute ist, das funktioniert auch so. Er hat es auch gleich geschafft, ne? Ja. Kommt er sich auf jeden Fall nicht damit in die Quere, das ist schon mal gut. Der ist da beschäftigt, das heißt, der hat gerade einen Mähdrescher entsorgt. Weiter im Text. Hiernach fährt er dann zu dem anderen und dann passt das. Ja, habe ich. Ich habe, es gibt für diese Karte zwar ein komplettes Kursnetz, aber ich habe doch relativ viel also in den Gebieten, wo ich bin, habe ich relativ viel umgebaut, ne? Und habe dann eben die Kurse selber gemacht soweit. Parkplätze nicht, ne? Doch, ja, jein. Ich habe zwei Stellen oder zwei Orte, wenn ich die Fahrzeuge zurückschicke vom Feld, ja, wo ich die dann hinfahren lasse. Die eigentlichen Parkplätze sind bei mir sehr eng, die halt in Hallen reinfahre. Und ja, ich fahre die zwar von hinten in die Halle rein, vorne wieder raus, aber das wird dann trotzdem teilweise sehr, sehr eng. Meistens fahre ich die selber rein und raus.
Da traue ich ihm noch nicht. Festgestellt habe, so präzise fährt er gar nicht. Fährt zwar schon sehr genau und oh. Jetzt ist klar, jetzt stehen wir hier. Meine Handarbeit hier beiseite fahren. So, jetzt geht das auch wieder. Sieht auch ein bisschen wirsch aus, ne? Wenn ich das jetzt hier anmache, Kursnetz. Sieht es hier auch ein bisschen wirsch aus. Aber es hat alles seinen Sinn. Na, ich muss mal da eben meinen Teil wegholen. So, was? Das können ich. So, ah, okay. Ja, gut, das kann man natürlich auch machen. Wenn man natürlich ganz viele Fahrzeuge unterwegs hat, da muss ich natürlich, aber muss man sich natürlich was überlegen. Allerdings fahre ich gar nicht so viel hin und her, sondern mehr vom Feld ab. Dementsprechend, oha, dementsprechend geht das eigentlich ganz gut. Aber die Karte bzw. das wird ja wahrscheinlich auch nach und nach noch ein bisschen größer und dann müssen wir mal schauen. Weiß gar nicht, wo liegt bei Autodrive die Begrenzung? Im Cosplay waren es, glaube ich, 8 Stück. Ach so, wollte ich damit schon aufs Feld fahren. Boah. Sehr interessant. Hier. So. Auf Abstand gehen, mal reinsetzen vielleicht, dann sieht man das. Ah ja, guck. Muss meinen Wein ja auch noch zuschneiden hier. Ja, die ist ja auch eine Vierfach-Map hier. Also passt das schon ganz gut. Nur die gehört natürlich nicht komplett mir. Doch nicht. Also ein paar Sachen, finde ich, möchte ich auch selber. So, irgendwelche Sachen, so wie hier zum Beispiel mal den Wein, also ein bisschen Wein zurechtstutzen.
Oder vielleicht mal drüber düngen bei dem einen oder anderen Feld. Kleineren jetzt. Möchte ich dann schon mal noch selber machen. Lerne ich das Fahren nachher noch komplett? Hier blockiert. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Lustig. Sehr lustig. Macht er das bei dir auch? So. Ist sowieso fertig. Macht den auch mal leer hier. Und dann kann ich die Aue wegfahren. Ja, ne? Finde ich auch. Muss sein. So hin und wieder. Mal nochmal Punkt. Oder hin? Wo fährt der jetzt hin? Wo? So, verstehe. Na gut, dann machen wir hier umstellen. Oh Quatsch. So, dann darf der da noch ein bisschen mithelfen. Und meine kleine Schmutzflunder, die kommt wieder zurück. Mache ich den jetzt? So, jetzt. So ein Stückel muss ich nach vorne fahren, sonst kriegt er den Ansatz nicht. Glaube, das Stückel reicht. Hoffe ich. Mal gucken. Ich jetzt nämlich da wieder parken, wenn er will, wenn er kann. Bin sogar in die falsche Richtung gefahren. Oh, alles klar. Entschuldigung, ich da doch in den Punkt. Der steht da noch ganz gut. So, der auch. Will irgendwie keiner. Na gut. Wenn den keiner will.
Dann transferieren wir den mal schön darüber. Ja, doch. Könnte jetzt natürlich hier für die E-Werke hier noch einen anderen Ort suchen, aber das mache ich noch. Hengst, eine Laterne. Da passen auch drei hin. Wo vorher zwei hingepasst haben, passen auch drei hin. Das passt schon. So, dann kippen wir den Käse mal eben in Silo hier, ne? Da kommt was Dreschermäßiges angefahren. Ey. Aber hier nicht so einen heißen Reifen, du. Steht. Nächste bitte. So, Nummer 2 und irgendwo ist Nummer 3 gleich auch fertig. Oh, der ist gleich voll. Okay. Dann können wir das auch schon mal aufladen. Lassen. Ui, das ging schnell.
So, und hier müssen wir wieder ein bisschen abwarten, ne, damit er wieder Chance hat, hier aufzuladen. Beziehungsweise die Sachen aus dem aus der Imkerei überhaupt rauszuholen. Aber das gibt mir die Chance, einen Schluck Kaffee zu trinken. Kommt da noch mehr? Weil meistens, wenn die Palette voll ist, hat man das Glück, dass noch mehr rauskommt. Noch mehr. Ja, da ist die angebrochene Palette, beziehungsweise die noch nicht ganz volle. Jetzt kommt nichts mehr. Bremsen! Oh. Die Eier lassen sich wieder Zeit. Aber sollen ja auch heil im Lager ankommen, ne? So, da steht wieder Licht. Oh. Klappt. Raus, raus. So. Sonst bleibt das nämlich an. Er ist fast durch, das ist gut. Weit. Der auch. Er steht auf Warteposition. Den brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Den kann ich auch schon wegschicken. Den brauche ich nicht mehr. Habe ja noch einen auf dem Feld. Das reicht. Weißt du, der könnte eigentlich mal was Kompliziertes machen wie Zuckerrohrfahren. Beziehungsweise Zuckerrüben. Und zwar von, ach Quatsch. Und da zur Zuckerrübenfabrik. Zuckerrübenfabrik, ja, zur Zuckerfabrik, so. Dann hau mal rein. Nix. Ah, zu weit weg. Also, ich sollte mir vielleicht mal ein etwas ebeneres Feld mit Wein machen.
Übrigens auch so eine Sache, ne? Viele Sachen kann man ja hier komplett automatisieren. Ja, bei Wein sieht das Ganze ein bisschen schwieriger aus, wobei es natürlich da auch wieder entsprechende. Ich habe zum Beispiel eine gefunden gehabt, die habe ich aber nicht aktiviert, also nicht runtergeladen. Ja, das sind Weingärten, sage ich mal. Ja, da kannst du natürlich dann auch vollständig, ne, mit Automation Wasser hinzufügen. Die brauchen dann halt nur Wasser. Wenn du die Produktion steigern willst, kannst du halt noch Mist mit reinfügen, aber reinschieben. Laufen aber als Produktion. Das heißt, du kannst die beiden Sachen natürlich dann automatisch da reinschieben lassen. Und ja. Rauskommt dann eben entsprechend Wein und den kannst du dann auch automatisch verteilen lassen. So. Geht auch voll automatisch, ja, allerdings dann nicht mit dieser Art Weinrebe hier. Und hier kann man natürlich auch einen eigenen Kurs aufzeichnen, soweit ich weiß. Aber das hier, was ich jetzt mache, das entfällt natürlich bei dem anderen Wein komplett. Auch gar nicht so schlecht. Immer bleibt das Ding hängen, ja. Weil der Boden so wahnsinnig eben ist. Oh komm, der läuft nicht weg. Den mache ich jetzt mal kurz aus. Dann werfen wir mal kurz einen Blick auf. Ach, okay, was macht der da für einen Keks? Kameraeinstellung ein bisschen anpassen, damit ich hier nicht bekloppt werde beim Durchschalten. So. Er kann da von mir aus noch ein bisschen stehen bleiben und versuchen abzuladen. Das sieht gut aus. Ebenfalls. Wer da macht, weiß ich nicht. Das wird. Kann man eventuell mal ein bisschen seitigen hier das Fahrzeug. Aber jetzt auch, glaube ich, der Grund gewesen, warum er nicht zu dem anderen Mähdrescher gefahren ist. Und der wird jetzt noch mal entleert. Das heißt, da sollte jetzt eigentlich unser, wo ist er denn? Da. Da fährt er hin.
So, ich springe noch mal eben auf den Mähdrescher. Und bin noch mal eben im Hintergrund. Ich würde sagen, so in ja, so 5 bis 10 Minütchen ungefähr sehen wir uns wieder, mal eben eine ganz kleine Kleinigkeit zu frühstücken machen. Und dann sehen wir weiter. Bis gleich.